wieder, ja, hallo, ich bin's wieder, euer Sven Eisenbahner. Ja. Die zwei Pferde habe ich eben noch gefunden, die weißen hier. Habe ich gedacht, wir machen ein kleines Gehege noch mit Pferden hier. Ein Stein da noch hin. So ein kleiner Felsen. Nicht ganz winzig. So, und dann hier noch mal ein paar Bäume hin. Ein paar blühende Sträucher kommen da noch auf. Ach ja, hier habe ich noch eine kleine Sitzbank und ein Denkmal dahin hingestellt, so ein, ja, was nennt man, ein kleines Grabdenkmal oder wie auch immer. Habe ich noch gefunden. Habe ich das eben auch noch hier, die Einfahrt neu gemacht. Das hier mit dem Zaun hier. Und hier soll nachher der Trecker stehen. Ja. Das wird aber auch noch neu hier. Hier kommt auch noch ein Feld hin mit Kohlrabi nachher und Tulpen, habe ich gedacht, dass das da irgendwie hinkommt. Ja, soweit ist eigentlich alles erzählt. Und wie ihr seht, ich finde, das sieht sehr gut aus. Natürlich kommen nachher noch ein paar weiße Streifen hier auf und sowas. Vielleicht sogar ein paar Autos noch aufgeklebt werden. Ja. Also ein Kram, ne? Aber sonst sieht das schon mal sehr, sehr gut aus. Ja, ich habe ein gutes Beispiel zum Beispiel. Ich glaube, dass man hier so welche Autos dann hinstellt hier. Oder sowas. Vielleicht klebe ich sie sogar auf. Aber nicht unbedingt den, sondern ein älteres Modell, meinetwegen. Hier von meinem, hier sind Mercedes, der eine, der steht da, aber vielleicht klebe ich die auch gar nicht erst drauf, dass man die jederzeit hier wegnehmen kann. Ja, aber ich finde das schon mal, sieht schon mal sehr gut aus und kann sich auch sehen lassen. Natürlich kommen hier noch ein paar Büschel hin, Blumen hin. Blühende Sträucher kommen jetzt noch gleich drauf und ja, die Ecke wird natürlich auch noch neu gemacht hier, alles neu begrünt, gleich nochmal absaugen hier ein bisschen, weil ich ja da Streugut dahin gestreut habe. Ja, machen wir auch gleich nochmal, wir müssen wie sozusagen Boden hier nochmal absaugen. Ja, soweit bin ich sehr zufrieden und ich werde nachher zum Schluss auch noch ein Video machen, wenn ich hier sauber gemacht habe, dass ich dann, ja, dann nach und nach das dann fertig habe, die zumindest die Platten zu malen. Das werde ich natürlich noch neu machen hier, hier auch nochmal grau streichen, aber das kommt noch. Ich muss erstmal versuchen, das hier irgendwie komische Brügelkram hier abzuschleimen. Aber das machen wir nicht jetzt. Das machen wir nächstes Mal. Ja. Aber ich bin schon soweit zufrieden wieder. Und es macht Spaß, so gewisse Landschaften wieder anders zu gestalten oder neu zu gestalten. Weil vorher sah ja hier anders aus mit Hecke hier großartig und Bäume. Jetzt mache ich das ein bisschen anders. Und dass hier noch nachher noch auf dem Feld hinkommt mit Blumen und Kohlrabi habe ich ja noch. Vielleicht kommt das ja auf diese Ecke hin hier. Habe ich schon überlegt. Ja. Soweit ist alles erzählt. Ja. Das war es also auch erstmal. Ja, ich habe die Werkzeuge so runter gemacht, damit ich ein bisschen was mehr sehen kann. Die kommt nachher wieder natürlich so hin. Heiß. Aufpassen, dass die Finger nicht verbrennt. Ja. Naja, wie gesagt, das sieht schon sehr gut aus. LED-Beleuchtung habe ich auch noch nicht gemacht. Soll ja auch nach hier oben an der Decke noch längs gehen. Hier so ein LED-Band. Aber alles Stück für Stück. Erstmal mache ich das hier. Und ich finde, das kann sich sehen lassen mit ein, zwei Pferden. Gibt ja auch eine kleine Pferdekoppel. Gibt ja nicht nur große Dinge. Große Pferdekoppeln gibt es ja nun nicht an jeder Ecke.
Und so eine kleine Pferdekoppel finde ich auch ganz niedlich mit ein, zwei Pferden drauf. Jo. Und dann kommen jetzt noch gleich ein paar blühende Büsche darauf oder blühende Wildblumen. Und dann sieht das Ganze ja schon mal ganz anders aus. So. Gut. Bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Und ich zeige dann nochmal, wenn ich jetzt sauber gemacht habe und die Platten wieder hier drauf habe, wie das dann alles aussieht. Ne? Bis dann.